So, hello again. Wir sind zurück auf dem Jakobsweg. Jetzt ist Teil 10. Endlich, jetzt hatten wir doch wieder eine längere Pause dazwischen. Und auf dem Jakobsweg bin ich jetzt am Tag 9 auch. 12. September 2017. Und es geht von Karion nach Moratinos. Sind wir mal gespannt, was da passiert. Es ist eine Strecke, die war 30 Kilometer lang. Und das war ja von 25 bis 30 Kilometern so Durchschnitt am Tag. Genau. Ja, wie gewohnt. Also wir merken, es kommt eine gewisse Routine hier rein in den Morgen oder in den Tagesablauf. 5.30 Uhr, Wecker, dann natürlich Frühstück, ganz typisch, Brot mit Marmelade und Frischkäse. Und um 7 Uhr verlassen wir das Hostel, um dann aber noch kurz vor dem Ortsausgang einen guten Morgenkaffee zu trinken, beziehungsweise Tee. Ich war da noch keine Kaffeetrinkerin, deswegen war der Schwarztee für mich reserviert. Ja, es war tatsächlich bewölkt, wie Helga es voraussagte. Helga, meine Patentante, die hat natürlich ganz eifrig immer mitgefiebert und wir standen über WhatsApp in Kontakt und sie hat sich da immer erkundigt, wo ich gerade bin und hat mir dann gewisse Wettertipps gegeben. Angeblich sollte es auf den ersten 17 Kilometern keine Versorgungsmöglichkeit geben, weshalb wir gut frühstücken. Aber auf circa der Hälfte roch es nach Brathösten. Wir kehrten dennoch nicht ein, weil es keine Toilette gab und die brauchte ich wohl dringend. Wir kamen gegen 11 Uhr in Terra Dios de los Templarios an und machten circa eine Stunde Pause. Ich meine, um 7 Uhr bis 11, da waren wir schon 4 Stunden gut unterwegs, da merkte ich, dass mich wohl ein Floh an den Beinen ankrabbelt. Vor der Pause holten wir Nina ein und unterbrachen sie beim Hörbuch hören. Sie hörte nämlich Habe Kerkeling, ich bin da mal weg. Und wir liefen dann mit ihr eine Weile zusammen. Dabei erzählte ich ihr eine Kurzfassung über Ralf, was natürlich mein Grund war, diesen Weg zu gehen. Und im Nachgang erfuhren wir von ihr, dass sie auch schon mal verheiratet war, das allerdings nur 11 Monate, und ihr Mann wohl Drogenprobleme hatte und sie deshalb verließ. Krasse Geschichte. Ihr Vater ist auch mit 59 Jahren wohl an Krebs verstorben und wollte diesen Jakobsweg auch gehen. Und jetzt tut sie es auch für ihn. Den weiteren Weg unterhielten Micha und ich uns unter anderem über Gewichtsschwankungen und unsere Auf- und Abgeschichten. Auf dem letzten Weg bzw. Metern betrachteten wir die Wolken und interpretierten Tiere hinein. Micha sah einen Geist und als ich zurückblickte auf den Weg, sah ich ihn auch und dann geschah etwas Magisches. Denn der Wind hat Staub aufgewirbelt und eine Windrose entstand, die quer übers Feld raste. Das war fantastisch zu beobachten. So etwas sahen wir beide noch nie zuvor. Kurz davor hielten wir an einem nicht funktionierenden Brunnen, vor dem eine Schnecke mit Steinen gelegt war. Und auf einigen Steinen standen Kraftwörter. Also vielleicht kennst du das. Das habe ich letztens auch das allererste Mal gemacht. Einen Stein zu bemalen. Und genau diese Steine waren bemalt und beziehungsweise beschriftet mit Kraftwörtern. Ich schrieb auch welche auf und ich schrieb dann noch einen Spruch darauf, der hieß,
Lebensfreude und Lust trägt dich überall hin. Dann stellte ich Ralf dahinter und machte ein Foto. Ihr wisst aus den letzten Videos, ich hatte ja so eine kleine Figur dabei, so eine Playmobil-Figur, die ich von einer Freundin geschenkt bekommen habe. Und sie hatte da auch noch eine Krone drauf geklebt und das war quasi als Symbol, war dann Ralf dabei und ja, der ging halt mit. In der Herberge Bruno nahmen wir für 32 Euro ein Doppelzimmer und Duschenkleidung. Felix und Conny waren auch da beim Abendessen. Es gab Spaghetti Carbonara, weil die Betreiber Italiener sind. Saßen wir zusammen und lernten uns kennen. Felix ist erst 19 Jahre alt. Ah, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Sah auch ganz gut aus. Aber ein hübscher Kerl. Das war's. Der 12. September. Dann machen wir doch gleich noch den Mittwoch hinterher. Wie du siehst, die Routine ist drin. Mittwoch, 13. September, Tag 10. Von Moratinos nach Religios. Es fällt immer schwer, morgens aufzustehen. Oh. Der Wecker wurde auf Schlummermodus gestellt. Ich träumte, dass Denne und Biene sich trennen wollten. In Klammern, verheiratet waren sie wohl aber schon. Das hat mich echt mitgenommen. Ich erzählte das auch Micha beim Packen und so war das Gesprächsthema beim Frühstück klar. Beziehungen. Warum heute keiner mehr kämpft, wie schwer Magdalene war und so weiter. Also die Freundin von, die vergangene Freundin von Micha. Ja, gegen 7.30 Uhr gingen wir dann los, füllten aber unser Wasser noch am Brunnen auf und das schönste Licht am Morgen ist einfach die Morgensonne. Und sie kam wieder beim Sonnenaufgang. Wir liefen eine andere Route zum nächsten Ort, der nicht direkt an der Schnellstraße entlang ging. Und wir wurden sofort von unseren portugiesischen Freunden angepfiffen, die uns aufmerksam machen wollten, weil wir ihrer Meinung nach sehr falsch liefen. In Sahagun kauften wir noch Brot und Frischkäse, der nicht Quesos Frescos heißt, sondern Quesos Para de Untra oder Philadelphia. Dann setzten wir uns auf eine Bank neben einer Alberge und mit Kaffee und Brunnen und Frühstücken zum zweiten Mal. Micha holte auch unsere Standardgetränke, also Kaffee und Tee. Gegen 11 Uhr gingen wir weiter, 2 Kilometer vor Calzada de los Hermanos gab es einen tollen Rastplatz im Schatten von Bäumen mit Schaukeln und Brunnen. Juhu, da bin ich bestimmt schaukeln gegangen, weil ich liebe Schaukeln. Da kommt mein inneres Kind durch. 13 Uhr snackten wir dort noch etwas und Micha kochte seinen Kiefernkaffee. Also er war gut ausgerüstet, er hatte so einen kleinen Rucksack dabei, wo er auch so eine Gasflasche dabei hatte, so einen kleinen Bunsenbrenner, wo er dann auch etwas kochen konnte unterwegs. Im Ort angekommen, überlegten wir etwas länger, ob wir die nächste Etappe von 17 Kilometern noch dranhängen sollen. Ich war fit und dann holten wir noch Brot und Wasser für eine längere Pause. In der Mittagssonne gingen wir los. Wolkenloser Himmel. Und die Albergenbesitzer, wo wir unsere Betten reservierten, mussten uns wohl für verrückt erklären, um diese Zeit bei dieser Sonne, diese Strecke noch zurückzulegen. Gemale, haben sie gesagt. Es war auch hart. Nur Ebene, also es war alles flach. Ich kann mich noch erinnern. Viele Steine, keinen Schatten und ein ewiger Weitblick.
Also das ist dann schon ziemlich zermürbend für den Geist, wenn du läufst und läufst und läufst und du kommst gefühlt nicht voran, weil der Horizont so weit weg ist und er scheinbar nicht näher kommt, obwohl du ja läufst. Ja. Wir liefen auch lange nur nebeneinander her oder vor bzw. hintereinander, ohne etwas zu sagen. Das war auch gut. Trotzdem erfuhr ich zwischendurch noch Neuigkeiten, zum Beispiel, dass Erfolgsmusik wie Helene Fischer gerne mag. Ich war erstaunt. Gegen 19 Uhr kamen wir endlich an und wir hatten so mega müde Füße. Christine und Martin waren mit uns im Zimmer. Das Bett kostete nur 7 Euro. Wir duschen und ich massiere danach meine Füße. Eine kleine Blase habe ich mir leider gelaufen. An der Ferse. Beim Essen sitzen wir am Nebentisch von Christine und Martin, der sehr undeutlich nuschelt. Also es war eine Herausforderung, sich mit ihm zu unterhalten. Wir suchen beim Dessert noch ein Zimmer für Leon, wo wir morgen nach ca. 25 Kilometern ankommen werden. Gar nicht so einfach bei unseren Ansprüchen. Wir wollten nämlich 2 Betten, günstig, natürlich zentrumsnah. Aber wir buchen doch eines für 140 Euro. Da haben wir es uns echt mal gut gehen lassen. In der Stadt Leon. Dann am nächsten Tag. Ja, krass. Und ich merke, das sind die letzten Tage mit Micha, weil ich weiß, dass wir in Leon Pause gemacht haben. Und da gab es mal, ich glaube, 1-2 Tage keine Tour. Da haben wir einfach nur die Stadt erkundet, beziehungsweise Micha ist von dort aus nach Madrid weitergezogen und ich bin dann alleine weitergelaufen. Was das alles mit mir macht und wie das ja gefühlsmäßig auch war, erfährst du dann im nächsten Video. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, hier auf dem Jakobsweg mit mir und meine kleinen Etappen teilst. Und wenn du Fragen hast, einfach melden. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Deine Christina.